Hallo, moin und herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei PharmaQuick, deinem Higher Inspiration Talk. Nun, wir haben die Kuh vom Eis gekriegt und wir haben beschlossen, dass Apotheke 2024 unser Thema für diese Folge ist. Untertitel: Jammerst du noch oder löst du schon? Und was genau bewirkt diese Frage jetzt in dir, wenn du sie hörst? Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, und das Ganze natürlich gegendert und wieder zurück. Und was genau bewirkt diese Frage in dir, liebe Sabine? Ja, in mir bewirkt sie erstmal, ich muss lächeln, ich muss so ein bisschen lächeln, wenn ich die Frage höre. Ich erlebe draußen in der Apothekenwelt auch wirklich unterschiedliche Blickwinkel dazu und unterschiedliche Einstellungen und ein komplett unterschiedliches Mindset. Je nachdem natürlich, mit wem man spricht, ist es eine Apotheke, die größer ist, die gut positioniert ist, die alteingesessen ist und sich stetig weiterentwickelt. Es ist eher die kleinere Apotheke, die vielleicht auch schon lange im Markt ist, aber wo der Apothekenleiter, die Apothekenleiterin vielleicht schon dran denkt, die Apotheke eventuell abzugeben. Ja, vielleicht mit einer gewissen Ungewissheit, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Oder ist es die gerade junge Apotheke, die gerade übernommen worden ist, vielleicht von einem jungen Apothekenleiter, einer jungen Apothekenleiterin, die machen und tun, um eben sich positiv für die Zukunft aufzustellen? Ich habe jetzt viele Schubladen aufgemacht. Das sind natürlich Schubladen, aber man erlebt wirklich draußen diese unterschiedlichen Blickwinkel und Mindsets. Und ja, vielleicht, Christiane, wie erlebst du es in der Apothekenwelt? Ja, ist, glaube ich, momentan auch schon eine Herausforderung, wie es eigentlich in den letzten Jahren auch gewesen ist. Und dazu fällt mir so ein Begriff ein, das Herdplattenmodell. Und ich glaube, dazu kann uns die Moni sicherlich noch ein bisschen mehr erzählen, als ich das kann, aus ihrem täglichen Coaching, ihrer täglichen Arbeit, uns da einmal inhaltlich abholen. Ja, tatsächlich. Steilvorlage, liebe Christiane, danke dafür. Das Herdplattenmodell geht einher mit einer ganz niedlichen Geschichte und einem kleinen grünen Frosch, der in einem Topf sitzt. In diesem Topf ist abgesehen vom kleinen grünen Frosch auch noch Wasser und der Topf befindet sich auf einer Herdplatte. Die Herdplatte wird angestellt. Von wem weiß man nicht genau. Aber im letzten Training wurde behauptet, es könnte ein Franzose gewesen sein. Nun gut, das lassen wir mal dahingestellt. Nun gut, also diese Herdplatte wird angestellt, aber der kleine grüne Frosch bekommt es gar nicht mit. Er sitzt ja in seinem Wasser, in seiner Komfortzone. Und wenn er nicht gesprungen ist, dann sitzt er da noch heute. Und wir stellen uns beim Herdplattenmodell mal vor, es könnte die Herdplatte Problem gewesen sein. Jammerst du noch? Und statt aus dieser Herdplatte oder von dieser Herdplatte vielmehr zu springen, aus dem Topf raus in die Herdplatte oder auf die Herdplatte vielmehr Lösung in diesen Topf rein, bleibt der kleine grüne Frosch drin sitzen. Und das übertragen wir jetzt mal auf die Apothekenwelt, auf das alltägliche Leben, auf Unternehmen grundsätzlich und ergänzen natürlich noch eine weitere Herdplatte, die der Ressource. Ressource, also was kann unterstützen, was kann sinnvoll sein, zu verändern. Und da ist natürlich das Mindset etwas, was wirklich ganz groß unterstützend sein kann auf dieser Ressourcenplatte. Ja, Stichwort Mindset. Ich übergebe den Staffelstab, oder? Ja, mir fällt so ein Mindset nochmal ein. Also ihr beiden seid ja da ganz stark unterwegs, Apotheken zu betreuen und auch Apothekenteams zu betreuen. Betrachtet also auch mal die Führung nochmal separiert vielleicht, aber auch Gemeinschaft mit dem Team. Wie kann ich mir das denn mit dem Mindset vorstellen? Wie ändere ich denn mein alt, liebgewonnenes Mindset? Wir sind natürlich ja auch immer bestrebt, das, was wir schon kennen, auch gerne so zu halten. Und wie mache ich das denn? Sabine, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Coaching-Alltag. Was würdest du an leichten Tipps denn geben können?
Ja, das ist Mindset bedeutet für mich wirklich ja, erstmal bewusst werden, wie ist denn überhaupt mein Mindset? Ja, ist für mich das Glas immer halb leer oder ist das Glas halb voll? Ist ja auch ein ganz, ganz typisches Beispiel. Und mir einfach bewusst werden, was kann ich denn tun, um mein Ziel zu erreichen und zu einer Lösung zu kommen? Schaffe ich das mit dem halb leeren Glas, das mir ziemlich viel Energie raubt? Ja, und weil ich immer tue und mache, damit das Glas wieder voller wird. Oder sage ich, ich habe doch schon ein halb volles Glas. Ja, ich habe Möglichkeiten, ich habe Ressourcen, wie es Moni schon gesagt hat, die ich nutzen kann, um Ziele zu erreichen und Dinge zu verändern. Das heißt, ich sollte weggehen vom Problemdenken und ins Lösungsdenken kommen und Dinge neu beurteilen, von außen neu bewerten, wirklich gucken, wo kann es denn hingehen und was ist denn alles möglich? Ja, was kann ich denn erreichen? Was kann ich denn bewirken? Und diese Dinge erlebe ich auch in der Apotheke. Es gibt, also ich darf wirklich, da bin ich wirklich ganz froh, Teil einer AFA-Gruppe sein, wo eben nur Jungapothekerinnen teilnehmen und da erlebe ich immer, das Glas ist halb voll. Ja, da wird mit einem ganz anderen Blickwinkel auf Probleme geguckt. Man versucht, Dinge gemeinsam zu lösen, zu schauen, wie könnte es gehen. Und vielleicht schaffe ich es nicht immer alleine, vielleicht brauche ich jemanden, der mir dabei hilft oder der mich unterstützt. Und im Netzwerk funktioniert es natürlich wunderbar. Also für mich ist es Wahnsinn zu sehen, wie energievoll diese jungen Unternehmerinnen und Unternehmer sind und ohne Angst und ohne Bremse ja in diese neue, weil ja neu ist ja noch nicht mal, aber in die Apothekenwelt zu gehen mit allem, was da kommt. Und alles, was da kommt, wird angeguckt, wird positiv erstmal aufgenommen und man guckt, was machen wir jetzt draus? Ja, wie können wir damit umgehen und wie könnte es funktionieren? Und dann vielleicht auch miteinander. Und das ist so ein Blickwinkel, dieser positive Blickwinkel, ja, den ich gerne, gerne anderen mitgeben würde, wirklich mal zu überlegen, wie ist es bei euch? Ja, wie ist es da draußen? Wie schaut ihr denn drauf? Ist das Glas halb voll? Ist es halb leer? Ja, macht Sinn, ja, immer in dieser Negativspirale zu sein? Oder ist es nicht wesentlich energievoller und auch dann auch letztendlich effizienter zu gucken, wie könnte denn, was kann ich denn tun? Was kann ich bewegen? Wie könnte es denn gehen? Und vielleicht, Moni, erlebst du es auch draußen bei deinen Kunden, dass du auch Kunden hast, die so positiv an neue Dinge herangehen. Ja, durchaus. Erlebe ich. Gott sei Dank. Und das finde ich richtig, richtig wertvoll und sinnvoll. Und als du jetzt unterschiedliche Fragen gestellt hast, tauchten bei mir die ersten beiden Fragen auf, die ich beim Training und Coaching mit diesem Herdplattenmodell gerne weitergebe. Die erste Frage ist die, bin ich im Problem? Denn ich kann nur in die Lösung kommen, wenn ich raus aus dem Problem bin. Dazu zu erkennen, dass ich im Problem drin bin, ist unermesslich wertvoll. Wenn die Antwort auf die Frage ist, ja, dann raus aus diesem Problemtopf. Und dann ungefähr 2 Stunden später sich die Frage stellen, bin ich immer noch im Problem? Die zweite Frage. Wenn die Antwort ja ist, dann bin ich noch nicht gesprungen, dann sitze ich da immer noch. Und die dritte Frage ist dann die, will ich überhaupt raus aus dem Problemtopf? Weil manchmal, aber nur manchmal, ist es so, dass dieser Problemtopf tatsächlich die Komfortzone ist. Und dass uns dieser Problemtopf auf dieser Herdplatte Problem so viel Energie verschafft, so viel Schwung verleiht für das, was wir tun müssen, aber gar nicht tun wollen, dass wir uns scheuen, diese Herdplatte zu verlassen. Du hast eben auch schon das Wort Angst erwähnt, Sabine. Und das ist häufig etwas, was uns davon abhält zu springen. Wir wissen nicht, in welchem Topf wir landen. Wir wissen nicht, wie das werden wird. Wir wissen nicht, wie die Zukunft werden wird. Und das ist was, was Angst, Unsicherheit und so ein gewisses Gefühl von Machtlosigkeit auch vermittelt.
das ist nichts, was wir haben wollen. Und so bleiben wir dann häufig doch auf der Herdplatte und in diesem Kochtopfproblem sitzen, auch wenn wir positiv sind. Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ja, Ja. ich denke, da ist es dann auch wirklich gut, sich eine professionelle Unterstützung zu holen. Wirklich jemanden zu holen, der von außen, wie Sabine und Moni, wie ihr beiden dann auch drauf schaut, wie kann ich denn halt aus diesem Topf rausspringen? Und dass da jemand auch ist und sagt, da ist ein anderer Topf und wir schaffen das in einem neuen Topf. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Angstsituation, glaube ich, gut, wenn man bildlich gesprochen jemanden hat, der einen doch an die Hand nimmt, das Team mit an die Hand nimmt. Und der Blick von außen, glaube ich, ist immer sehr schön. Ne? Wenn man von außen auf den Topf drauf schaut, ist ein anderer Blick, als wenn ich selber im Topf drin sitze. Und da ist es, glaube ich, gut, dann wirklich eine professionelle Unterstützung zu haben, auch von Menschen, die es auch gelernt haben, wie man verschiedene, ja, Werkzeuge auch einsetzt, anbietet und auch immer wieder in die Begleitung geht. Ja, das war heute eine schöne Zusammenfassung für das kommende Jahr und dann hoffentlich auch mit positiver Energie, mit einem großen Sprung aus dem Topf heraus in einen schönen anderen Topf hinein. Und ich wünsche allen Zuhörer und Zuhörerinnen alles Gute. Bis dann. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.